Ahoi, Oldtimer-Liebhaberinnen und Oldtimer-Liebhaber. Herzlich willkommen zurück in Finnland. Herzlich willkommen zu My Summer Car. Willkommen auch, liebe Tetra-Packies. Ja, warum stehen wir hier? Warum sitze ich im Van? Und überhaupt, was ist denn hier eigentlich los? Waren wir nicht gestern noch zu Hause und hatten Killu gebraut? Was heißt gestern, also in der letzten Folge? Ja, ist richtig. Das waren wir. Dann habe ich die Folge heute angefangen. Und zwar damit, dass wir den Rahmen ins Auto eingebaut haben. Nee, eigentlich nur dran gesetzt. Und wir haben das Auto lackiert. Haben wir. Allerdings ist mir mittendrin die Aufnahme abgebrochen, was ich nicht gemerkt habe. Oder heißt mittendrin, nach 2 Sekunden schon. Ich weiß auch nicht warum. Ja, und das ist mir dann aufgefallen, als der Anruf kam. Hier von Tamo kam der Anruf, dass unsere Bestellung da ist. Dann bin ich hier mit dem schönen Van hier runtergefahren. Und dann fiel mir auf einmal auf, als wir hier ankamen. Moment. Ich nehme ja gar nicht auf. Boah. Ja. Okay, wie gesagt, es ist nicht viel passiert und ich glaube deswegen. Ja. Oder? Habt ihr ein bisschen Nachsehen? Ne? Ich zeige euch nachher was. Was wir gemacht haben. Und ja, dann wollen wir jetzt erstmal gucken, was der gute Händler denn für uns Schönes hat alles. Und vor allem, was das kostet. Oh, hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet. Das wird ein wenig ängstlich. Ja, geboah, hadi, behemde. So, mochonde, bewande oder watte? Guten Tag. Ach, das ist. Das ist ja viel billiger als ich dachte. Okay. Dann ist hoffentlich auch alles dabei. Ja, nein. Kyllä meilläkin kylällä on aika paljon noita leipureita. Sielläkin on nuoriso ostamassa sokeria ja hiivaa. Diese punks, ne, ist klar. Että kyllä varmaan hyvät puhut. Das sieht ja so weit eigentlich. Enjoy their farts, ja, die genießen ihre Fürze, genau, das sehe ich auch so. Gut, also ich glaube, das sieht bisher gar nicht so verkehrt aus. Schmeißen wir mal alles hier schön in unseren Van hinein. Zu Hause gucken wir dann mal, was wir da Schönes gekauft haben. Was? Ich kann sagen, echt jetzt? Da komme ich nicht mehr ran. So, das. Ja, so manchmal, ne, die hätte die. So, ja, es ist auch leider sehr mühselig, dass man jedes Päckchen, jedes Paketchen, jedes irgendwas einzeln rübertragen muss. Das ist echt nicht so der Knaller. So. Das dürfte die Auspuffanlage sein. Vermute ich mal. Die. Zack. Okay, man sieht sie nicht mehr, aber ich hoffe. Jawohl. Hat genauso hingehauen, wie ich mir das erhofft hatte. Sehr schön. Ich würde sagen, wo wir schon mal hier sind und noch ein paar Mark über haben, tanken wir den gleich nochmal wieder voll. Ich möchte echt nicht erleben, dass ich irgendwann mal hier mit zu wenig Sprit
Oh, die Zündung angelassen. Nicht erleben, dass wir mit zu wenig Sprit liegen bleiben. Das wäre echt doof. Und ich habe keine Lust, den ganzen Weg zurückzulaufen oder darauf zu hoffen, dass das grüne Auto vorbeikommt. Uppala. Sind wir schon viel zu weit, ja? Gut. Gut, 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 gut. So, Handbremse. Zack. Ah, der Bus ist auch da. Tag, Herr Busfahrer. Gut. Lass uns mal gucken. Ach Gott. Park doch noch mal weiter weg. Hä? Texturfehler oder was ist das? Sieht so merkwürdig aus. Komisch, komisch. So. Sehr gut. Give me the diesel. Thanks you. Und ab dafür. Ja, ist ja noch ziemlich voll gut. Das wäre jetzt auch verwunderlich gewesen. Wenn der jetzt sehr leer gewesen wäre. So. Fantastico. Da, da, da. Zuschrauben nicht vergessen. Das war's, ja. Zack. So, das Wetter scheint sich zuzuziehen. Könnten mit Regen rechnen. Wehe, der rammt mein Van weg, ey. Dann muss ich den mal wegrammen. Ah, ich weiß nicht, sollen wir... Na, Coolant. Flüssigkeiten müssten wir eigentlich genug da haben. Nehmen wir die nochmal mit. Hallo? Ich hänge hier im Regal fest. So. Ja. Können wir schon mal obligatorisch Hunger und Durst ein wenig stillen. Jawohl. Zack. Gut. Dann würde ich sagen, füllen wir unseren Kühlschrank. Minun pitäisi tuo pupiaikasta ihan kohta, niin jos ja. Se vielä on, niin nyt olisi hyvä aika. Er will schließen, wir beeilen uns ja. Ist ja gut, Meister, ist ja gut. Wir sind ja gleich weg. Ah, obwohl, da fällt mir gerade ein. Wir haben ja... Genau, wir haben nämlich unseren Killio ja schon angesetzt. Dann kaufen wir direkt mal Nachschub mit. Wo wir schon mal hier sind. Gut, so. Dann können wir wieder zurück. Wunderbar. Ja. Sehr schön. Hätten wir das auch erledigt. Wunder, geprächtig, Wunder. Ups. Geprächtig.
Ich hatte jetzt gerade überlegt, Entschuldigung, ich hatte gerade überlegt, ob ich hier nochmal eben speichern soll, aber nein, ich glaube, das ist keine gute Idee, denn dann werden uns die gesamten Tüten um die Ohren fliegen und das ist, wenn wir da jetzt schon hier im Auto alle Einzelteile rumfliegen haben, ich glaube, das ist nicht so toll. Gut, dann fahren wir mal zurück. Ich würde sagen, wir sehen uns zu Hause. Bis gleich, Leute. Ja, haben wir es geschafft, wohlbehalten zu Hause angekommen, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit bei My Summer Car, nicht wahr? Genau, und da seht ihr es schon, unser Auto erstrahlt in schönstem Schwarz, sehr elegant, ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Ist im Prinzip völlig simpel. Ja, ihr nehmt einfach hier die Spraydose. Schwupp. Einmal F drücken zum Benutzen. Achso, ja. Vielleicht. Oh. Vielleicht soll ich auch nicht hier reinfallen. Vielleicht soll ich auch eine andere Farbe nehmen, um das zu demonstrieren. Kann die aber da schon mal. Ja. Super. Kann die ja schon mal dahin werfen. Ja. Zack. Hallo? Ich würde gern. Ach so. Ich kann sagen, ich würde gern die Farbe nehmen. So. Demonstriere ich euch das kurz. Einfach ans Auto rangehen, gucken, dass hier Carbody steht, jawohl, und zahl, habe jetzt nicht ein schönes Auto. Ja, wenn das im Real Life auch mal so schnell funktionieren würde, ne, das wäre super, aber das geht leider nicht. Zack, so. Sehr schön. Du kommst auch mal erst wieder dahin. Ja, genau, den Rahmen hier, den Subframe, der dort stand, den haben wir hier unten, da seht ihr ihn, eingesetzt. Der ist aber noch nicht festgeschraubt. Das muss also noch passieren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt am besten eben. Denn, ich kenne mich, sonst vergesse ich das. Oh, wenn der Rahmen nicht festgeschraubt ist, ja, herzlichen Glückwunsch. So, dafür nehmen wir uns einen 10mm Schlüssel. Und suchen uns die Schrauben. Wie jetzt? Ach. Okay, also offensichtlich hatte ich ihn doch schon festgeschraubt. Sowas aber auch. Ich glaube, ich werde alt. Alt und vergesslich. Hier nochmal überprüfen. Jo. Oh, ey, Jaxa, Gott, das du Namas. Jo. Alles fest.
Gut, nee, dann weiß ey, dreieinhalb Sachen gemacht und schon alles vergessen. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, dann würde ich sagen, packen wir erstmal unseren Van aus. Nicht wahr? Schauen uns unsere neuen Teile an. Ist ja wie Weihnachten hier. Die Paketchens. Nehmen wir das zuerst. So. Packen wir es mal hier aus. Schauen, was es ist. Aha. Die brauchen wir sowieso nachher als erstes am Motor. Die Twin Carburators. Ja, dann können wir uns nämlich. Na. Wieso liegt denn das Licht da? So. Okay. Weiter im Text. Next one, please. Das könnte das Radio sein, ne? Schauen wir mal. Lass dich überraschen. Nein. Das ist der Muffler. Das Endstück von der Auspuffs. Legen wir das erstmal hier unten hin. Weil bis der dran ist, das dauert wohl noch ein bisschen. So weit sind wir noch nicht. Zack. Den kriegen wir da wohl noch nicht, oder? Ah doch, können wir schön durchglitschen lassen. Ja, was das ist, da brauchen wir wohl nicht lange drüber nachzudenken. Das wird die gute Abgasanlage sein. Sie mal dahin. Packen sie aus. Ja, glitscht jetzt ein bisschen durch. Durchs Armaturenbrett. Aber gut, wir wissen zumindest, wo sie ist. So. Stellen wir dich hier nochmal wieder hin. Wo du hingehörst. Alles klar. Next one, please. Ist echt ein bisschen wie Weihnachten so, ne? Hallo? Hi. So. Nehmen wir uns das. Ach, warum lässt er das denn jetzt wieder los? Kollege, komm, packen wir direkt hier aus. Ah, der Steelheaders, jawohl. Sehr gut. Den packen wir. Den packen wir hier. Über den alten. Ins Regal. Genau. So. Wäre der Krümmer auch da? Nee. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na gut, dann wird das wohl das Radio sein. Oder hatten wir das jetzt nicht mitbestellt? Doch. Muss eigentlich, muss. So viel Alzheimer war doch jetzt nicht, oder?
kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Tada, genau. Da ist es. Das gute Radio. Wunderbar. So. Legen wir uns das hier auf die Ecke. Zack. Dann dürfte das letzte Päckchen ganz klar ein Subwoofer-Päckchen sein. Nicht wahr? Oh, so. Hallo? Dürfte ich vielleicht... Schnapp uns die schon mal. Und dort. Super. Nee, ich möchte nicht gegen mein Auto laufen, das wäre doof. Denn wir wissen, es ist schnell beleidigt und straft uns dann mit Beulen. So. Jawohl. Des Subwoofers. Perfekt. Haben wir sie dort also auch schon parat? Ja, jetzt ist die Frage. Lohnt es sich noch, da heute irgendwie mit dem Motor weiterzumachen? Ja, eigentlich wohl, ne? Aber Moment. Bevor ich das vergesse. Nehmen wir die Tüte direkt mit ins Haus. Genau. Ich glaube, am Motor selbst war jetzt auch nicht mehr so viel. Ich werde gleich nochmal gucken. Ja. Das hast du wieder sauber hingekriegt, Tetra Gamer. Verarsch dich mal selbst. Weißt du, wenn das Game dich nicht schon genug natzt. Kannst du auch selber machen. Ja. Erstklassig, sag ich da nur. Erstklassig. So. Wunderbar. Zack. Hier glitscht es. Ah ne, das war noch weit genug entfernt. Das ist gut. So. Zack. Und Bam. Mhm. Ja, Aufräumtüchtern später. Gut. Wo ist eigentlich unser Moskitospray hin? Das lag doch auch mal hier. Hm. Mysteriös. Na gut. So. Bisschen Durst haben wir. Vielleicht mal einen Schluck Wasser trinken. Vielleicht mal... So. Hallo? Jawohl. Mhm. Und dann schauen wir uns das Ganze mal beim Motor an. Gut. Sollten wir auch vielleicht den Werkzeug Koffer mitnehmen, wäre ganz geschickt. Könnte ich mir vorstellen. Den brauchen wir da früher oder später. Unter Garantie. So. Ja, super. Nee. Danke. Ja. Das haben wir genau. Dann kommt jetzt hier das Rocker-Cover.
Ah, das ist für die Rockers. Nein, da war es doch schon. Da war es doch schon. Ja. Zack. Das müssten 7 mm sein. Mal gucken. Schauen wir mal. Jawohl, es sind 7 mm. Huch. Das war auch wieder sehr... Jetzt... Also manchmal, ne? Bin du behindert? Möglich. Hallo? So. Uno. Das. Tres, jawohl. 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 Rüber zur anderen Seite. Dort müssten es auch 3 sein. Genau. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir als nächstes unsere Benzinpumpe. Da haben wir sie. So, die muss, glaube ich, hier vorne, ne? Muss ich sie drehen? Oh oh. Genau. Sehr schön. Ja, da müssten 2. Ups. 2 Muttern dran sein. Jawohl. Einmal. Und 2-mal. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, den Headers. Jetzt ist die Frage, können wir da, ich hoffe, dass wir da nichts falsch machen. Drückt mal die Daumen. Oh, da war er doch schon. Ja. Das müssten 8 mm sein. Na. Give it to me. So. Waren's, ne? Ja, ich glaube ja. Sehr schön. Ja. Das sieht gut aus. Perfekt. Sehr schön. Wir bräuchten jetzt den Karburator. Ach so, warte mal. Genau. Da
Da haben wir ihn. Wir haben ja jetzt den schönen Twin-Carburator-Vergaser. Ich weiß gar nicht. Müsste doch Vergaser sein, ne? Ja. Ich denke schon. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Sehr gut. Huch. So. Na. Uno. Das. Das müssten vier Schrauben sein, wenn ich das richtig Tisch im Kopf habe, sowieso lässt er. Ah, da war sie doch gerade. Nee. Hä? Ach, da. Auch nicht. Kollege? Da waren es nur drei. Naja, ich gehe die nachher nochmal offscreen alle Schrauben gründlich durch. Ne, wir wissen ja, ansonsten wird das nicht so toll. Ja. Gut. Alright, ich würde sagen, für heute soll es das erstmal. Moment, brauchen wir den jetzt eigentlich noch? Wie war denn das, den Luftfilter? Wieso gibt es eigentlich keinen Sportluftfilter? Ne, das hat sich erledigt, ne, mit dem Carburator. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, für diese Folge soll es das dann auch erstmal gewesen sein. Wir haben ja doch noch ein bisschen was geschafft. Und, gucken in der nächsten Folge, ob wir direkt mit dem Aufbau hier weitermachen oder ob wir noch ein bisschen arbeiten gehen, um uns weitere Teile bestellen zu können. Ich würde sagen, das sehen wir dann. Ich räume hier auch noch mal ein bisschen auf, gehe gleich noch mal alle Schrauben durch. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Leute. Ja, Jodorkov. Nein, das natürlich nicht. Haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.